Und dementsprechend muss ich sagen, stellt euch darauf ein, falls ihr euch einen Pony schneidet, dass ihr extrem enttäuscht sein werdet, wie das Ganze an euch aussieht. Hello, heute mal ein bisschen ungewohnt hier. Kleiderstange leer, heute wird es nicht um Klamotten gehen. Heute geht es um meinen besten Freund, den Pony da oben. Der eigentlich fast jeden Tag nicht das tut, was er eigentlich tun soll. Und nachdem ich mir einen Pony geschnitten habe, haben so viele von euch gefragt, Sophia, kannst du uns mal zeigen, wie du jetzt mit deinem Pony so zurechtkommst? Kannst du einen Pony empfehlen? Was sind jetzt so deine ersten Erfahrungen? Weil es gibt tatsächlich super viele Leute, die sich einfach nicht trauen, einen Pony zu schneiden. Ich habe lange dazu gehört. Ansonsten gibt es jetzt erstmal ein bisschen Haareföhn für euch. Ich habe so einen schönen abgefuckten Föhn. Das, was ich eigentlich mache, ist, dass ich eigentlich mir zuerst die Haare kämme. Ich persönlich benutze gerne eine Bürste und bürste mir erstmal komplett meine Haare. Ab und zu, wenn ich es nicht vergesse, benutze ich sogar einen Hitzeschutz. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich vergesse es die meiste Zeit. Aber man muss ehrlich sagen, wenn ihr eure gesunden Haare behalten wollt, dann lasst Hitzebehandlung. Also weder Föhn, noch Glätten, noch Locken machen, alles was Hitze ist, weg damit von den Haaren und ich meine damit auch die Sonne. Und würde ich die Hitzebehandlung jetzt noch sein lassen, dann hätte ich wahrscheinlich wieder super gesunde Haare, aber ich habe jetzt erstmal die Farbe sein gelassen. Nun aber zurück zum Föhn. Das, was ich normalerweise einfach immer so mache, ist meine Längen zu föhnen, also einfach so mit den Händen erstmal durchzugehen überall und dann ganz am Ende mache ich den Pony. Aber dazu werde ich euch dann später noch kurz was erklären. Wichtiger Punkt, ihr solltet niemals, wenn ihr föhnt, wenn ihr einen Pony habt, die ganze Zeit das so nach oben föhnen, zur Seite föhnen, dann habt ihr später Probleme. Also bei mir ist es schon so, dass ich den sozusagen in die richtige Richtung kämme und der schon mal irgendwie hier vorne liegt und ich die Haare nicht nach hinten föhne, weil sonst haben wir mal wieder Antennen am Start und das wollen wir eigentlich nicht. Dann wird mal wieder gekämmt, einmal nachgeschaut, ob der Scheitel so stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das stimmt heute nicht so ganz. Ich würde euch nämlich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr einen Pony habt, einen Mittelscheitel zu machen bzw. einen Mittelscheitel zu tragen. Dadurch wirkt der Pony auch vorne einfach etwas symmetrischer und gleichmäßiger. Nun gucken wir uns nochmal an, was hier los ist. Nun widme ich mich beim Föhn auch gleichzeitig dem Pony und ich mache das so beim Pony. Ich weiß, dass ganz viele von euch eine kleine Rundbürste benutzen und dann den Pony immer drauflegen und so rund föhnen. Ich persönlich mag das nicht so, weil ich finde, der wirkt dann irgendwie total schnell so rund. Kommt aber auch immer auf eure eigene Haarstruktur an, also ihr müsst da selbst so ein bisschen rumprobieren. Ich mag es eigentlich einfach nur, wenn ich von oben föhne und dann immer mit den Händen einfach mit runtergehe und dadurch versuche, das Ganze relativ platt bzw. gerade zu machen. Fertig mit dem Föhn. Ich habe eben gerade sonst auch nichts mehr gemacht. Ich habe einfach nur mal mein Oberteil in was Helles gewechselt, damit ihr meine Haare ein bisschen besser von dem Shirt unterscheiden könnt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Haarschnitt. Ich finde, hier ist irgendwie das zu helmmäßig geworden. Das, was ich sehr gerne mache, dadurch, dass eben mein Haarschnitt momentan so ist, dass hier alles irgendwie wie so eine Umrandung wirkt, ist, dass ich meine Haare glätte, damit diese Haare nicht mehr so nach innen ins Gesicht zeigen, sondern eher halt gerade sind. Also werde ich jetzt einmal Haare glätten. Wahrscheinlich wissen einige von euch, die mir auf Instagram folgen, dass ich ab dem 7. November in Brasilien bin für 3 Wochen. Falls ihr das noch nicht wisst und keine Updates verpassen wollt und nicht verwirrt sein wollt, wann, wie, was online kommt, dann könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen und dort mal vorbeischauen. Wo ist jetzt mein Kamm hin? Hä? Ich verlege alles. Auf jeden Fall gibt es bestimmt auch ein paar coole Updates dann auf Instagram. Ich habe nämlich auch vor, zum Beispiel Fragen und Antworten zu, also Fragen zu beantworten bezüglich des Kitesurfens, weil da ja so viele immer fragen und deswegen sind wir eigentlich auf Brasilien, beziehungsweise sind das auch unsere Flitterwochen zum Teil. Damit hat sich ja das Kreuzband gerissen. Das habt ihr wahrscheinlich auch nur mitbekommen, wenn ihr mir auf dem Vlog-Kanal folgt, weil auf Instagram hatte ich das so noch gar nicht gesagt. Deswegen wird es ein bisschen schwer vielleicht für ihn mit dem Kitesurfen. Wir werden mal sehen, ihr werdet Updates kriegen. Und deswegen würde es mich auch extrem freuen, weil ich in Brasilien so ein bisschen die Videoplanung mache für Dezember, weil der Rest ist ja jetzt sozusagen dann vorgedreht, erstmal bis Ende November. Was würdet ihr euch wünschen von mir? Also welche Videos würdet ihr euch wünschen? Das würde mich nämlich sehr interessieren. Ich habe zwar immer sehr viele Ideen, aber ich persönlich finde es halt immer mega cool, wenn ihr halt mitbestimmt. Und durch total oft, ich meine das hässliche Teileformat beispielsweise, ist halt auch nur durch eure Kommentare entstanden. Und dann habe ich die Idee so ein bisschen weiter gesponnen und dann hat einer mal hier was vorgeschlagen und so. Und dadurch ist halt einfach dieses coole Format entstanden. Deswegen, wenn ihr Ideen und Wünsche habt, bitte, bitte in die Kommentare damit. Als letztes werden natürlich die vorderen Partien geglättet, was jetzt vielleicht ein bisschen schwer ist ohne Spiegel. Wir versuchen mal unser Bestes an dieser Stelle.
da habe ich das Gefühl, dass ich ab und zu öfters drüber gehen muss, obwohl es gar nicht so gut ist. Wenn ich merke, dass ich hier vorne nichts glätten muss, dann mache ich das nicht. Weil wenn man glättet, also seinen Pony glättet, dann besteht oft die Gefahr, dass man danach so eine Antenne hat und der Pony dann einfach irgendwie absteht. Das ist nicht so cool. Ich merke aber, dass es hier so ein bisschen vielleicht notwendig ist. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr am Ende auch eine kleine Rundung macht. Also es muss gar nicht so stark sein, aber es muss auf jeden Fall ein bisschen sein. Ansonsten haben wir mehrere Antennen. Das wollen wir nicht. Haare geglättet und jetzt erkennt man deutlich, dass mein Haarschnitt irgendwie strange ist. Ich weiß auch nicht, irgendwie passt das nicht so ganz. Auf jeden Fall ist mein Pony, finde ich, schon ready und dadurch, dass diese Geschichte mir hier irgendwie nicht so ganz gefällt und ich mich wie so ein eingepacktes Etwas fühle, habe ich eine Favorite-Frisur für mich entwickelt, wo einige auch gefragt haben, Sophia, wie machst du das bei mir? Klappt das nicht so gut? Es gibt so ein paar kleine Tricks, die man auf jeden Fall beachten muss, auch wenn es so einfach aussieht, damit es überhaupt irgendwie klappt. Ich style meine Haare in letzter Zeit nämlich super gerne so halboffen, also dass ich einfach hier oben einen Dutt habe. Dementsprechend ist es wichtig, dass ihr hier an den Ohren anfangt und dass ihr dann nach oben geht. Direkt an euren Wirbel sozusagen. Und da merkt ihr jetzt schon von vorne, dass es wirkt alles irgendwie nicht mehr so extrem platt. Jetzt kommt ein bisschen der tricky Teil, wenn man einen Pony hat, dass man irgendwie versucht, den Pony hier halt nicht hinten mit reinzunehmen, sondern erstmal einfach mit den Fingern versucht, das, was man sich hier rausgenommen hat, nochmal schön ordentlich zu machen, dass hier einfach nicht too much absteht. Wenn es ohne Bürste geht, immer ohne Bürste, weil dadurch kriegt ihr halt einfach diesen messy Look und eben nicht dieses geschniegelt und gestriegelte, was die meisten ja gar nicht so wollen. Und ich habe nur das Problem, dass ich hier auch ein bisschen Geheimratsecken habe. Deswegen versuche ich immer, dass ich hier schon von vornherein Strähnen, die mein Gesicht umranden, mit rausnehmen. So, dass das dann letztendlich abgedeckt wird, wie ihr seht. Und dann hat man nicht so diese krassen Geheimratsecken. Wenn eure Haare griffig sind, das heißt nicht glatt sind, also etwas rauer sind und man sie gut formen kann beispielsweise, daran findet ihr es heraus, dann könnt ihr eigentlich direkt einen Dutt eindrehen. Wenn ihr allerdings vielleicht Probleme zu glatten Haaren habt, dann solltet ihr euch erstmal einen ganz normalen Zopf binden und danach erst den Dutt eindrehen, damit die ganze Frisur besser hält. Da ich aber persönlich keine Probleme habe, drehe ich den Dutt meistens sofort rein. Werden die meisten wahrscheinlich genauso ein Problem haben wie ich auch. Und zwar hat man irgendwie so einen Dutt, der sehr seltsam absteht. Aus diesem Grund stecke ich im Nachhinein immer noch mit so kleinen Bobbypins meinen Dutt fest. Ich fange meistens irgendwie so oben an, wo ich merke, hey, das ist irgendwie super locker. Zieh das runter und dann stecke ich dann einfach so einen kleinen Bobbypin in den Dutt mit rein, sodass das Ganze dann hoffentlich natürlich auch richtig gut hält. Und so ist dann, wie ihr seht, meine momentane Favorite-Frisur entstanden. Ist also wirklich super easy peasy. Ich spreche jetzt natürlich für all diejenigen, die so wie ich sind und total unfähig eigentlich sind, mit Haaren umzugehen. Gute Lösung mit ein bisschen Übung, sagen wir es so. Wir schauen jetzt nämlich einfach mal, ob diese Frisur auch mit Wellen ganz hübsch aussehen kann. Übrigens würde es mich an dieser Stelle stark interessieren, wenn ihr Locken und einen Pony habt, beziehungsweise auch Locken zu einem Pony mal tragt oder sowas, habt ihr, also lockt ihr euren Pony mit, lasst ihr den gerade. Wie macht ihr das? Ich habe eben gerade einfach so angefangen, Locken mit dem Glätteisen zu machen. Ich versuche das mal an dieser Stelle ganz kurz zu erklären für diejenigen, die es bis jetzt irgendwie noch nicht so ganz den Dreh raus haben. Ich nehme die Strähne ganz normal ins Glätteisen rein, wie man sie halt auch beim Glätten reinnimmt. Und dann drehe ich sie eigentlich um 180 Grad. Um 180 Grad ziehe das Ganze einfach runter, eigentlich in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie beim Glätten. Locke das Ganze dann mit der Hand, also mit dem Finger ein. Und dann, finde ich, habe ich so eine leichte Welle, mit der ich persönlich zufrieden bin. Also mir reicht das, weil mehr will ich gar nicht. Ich bin jetzt fertig mit meinen gelockten Haaren und es ist das erste Mal, dass ich die Frisur jetzt wirklich so bewusst mit Wellen trage. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht schlecht. Also ich würde es tragen. Ich habe jetzt nochmal so ein Haarband dazu kombiniert. Ich finde es nicht schlecht. Was mich interessieren würde, lasst ihr eure Ohren immer drunter oder tut ihr sie raushebeln? Ich weiß nicht. An dieser Stelle noch ein kleines Fazit zu meinem Pony, auch mit den Fragen, die ihr mir in meine Instagram-Story gestellt habt. Denn ich kann verstehen, dass die Entscheidung, ob man sich einen Pony schneidet oder nicht, gar nicht so leicht ist. Ich wasche meinen Pony nicht täglich, damit er annähernd sitzt. Mir reicht persönlich einfach nur der Föhn. Einfach oben drüber föhnen, gut ist. Und vor allen Dingen kam auch häufig die Frage von euch hier auf Instagram, ob ich morgens länger im Bad brauche. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche nicht länger, weil ich vorher meine Haare auch immer irgendwie gestylt habe, weil ich eigentlich grundsätzlich immer irgendwie unzufrieden war. Das lag aber vor allen Dingen auch an meinem Haarschnitt davor, dass es irgendwie kein richtiger Haarschnitt war. Falls ihr momentan relativ problemlos seid und eure Haare sowieso nicht stylt wirklich, dann werdet ihr auf jeden Fall länger brauchen mit einem Pony, falls ihr nicht
nicht zufällig immer perfekt sitzt. Falls ihr allerdings sowieso schon Zeit in euer Haarstyling investiert, dann werdet ihr mit einem Pony nicht länger brauchen. Also klar, am Anfang vielleicht ein bisschen, wenn ihr aber dann die richtigen Haargriffe habt, die euch natürlich auch der Friseur erklären kann, dann funktioniert das eigentlich relativ schnell und ihr braucht nicht viel mehr Zeit. Ich muss an dieser Stelle knallhart mal ganz ehrlich sagen, ich bereue es nicht, mir ein Pony geschnitten zu haben. Ganz einfach aus dem Grund, ich wollte es testen, ich habe es gemacht, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Natürlich wird das Rauswachsen eventuell ein bisschen ätzend werden. Aber ganz ehrlich, Haare wachsen nach und ich denke, wenn ihr Bock drauf habt, euch ein Pony zu schneiden, probiert das aus. Den ersten Tag werdet ihr ihn sowieso total scheiße finden und den zweiten Tag auch. Also das steht wahrscheinlich schon mal fest, weil es einfach etwas komplett Ungewohntes ist, wenn ihr euch zum ersten Mal mit Pony seht und das kann man auch irgendwie nicht großartig vorher testen. Und dementsprechend muss ich sagen, stellt euch darauf ein, falls ihr euch einen Pony schneidet, dass ihr extrem enttäuscht sein werdet, wie das Ganze an euch aussieht. Zumindest ist es bei den meisten so und wahrscheinlich werden die Reaktionen in eurem Umfeld auch super durchmischt sein. Manche werden sagen, voll cool, andere werden sagen, also bei mir wurde gesagt, hast du eine Wette verloren, Sophia? Das sieht ja voll komisch, voll ungewohnt aus und irgendwann mal gewöhnt sich auch euer Umfeld dran. Und letztendlich ist es auch egal, was für eine Haarfarbe ihr habt, egal was für einen Haarschnitt ihr habt, wenn ihr Bock habt, was ausprobieren, go for it. Und letztendlich ist es auch eure Ausstrahlung, wie ihr den Haarschnitt tragt und ob es dann letztendlich zu euch passt. Und Leute, wie gesagt, das wächst alles nach. Man kann Farben mal drüber gießen. Jupp, so ungefähr wird es gemacht, Sophia. Aber an dieser Stelle würde es mich ja mal ganz stark interessieren. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was für einen Haarschnitt ihr habt, wie lange eure Haare so ungefähr sind und vor allen Dingen auch, was für eine Haarfarbe ihr habt. Das fände ich super, super interessant. Und falls ihr natürlich thematisch ähnliche Videos haben wollt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr gerne einmal unten machen. Hinterlasst dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat, mal so ein bisschen chillemille, ganz entspannt hier rumzuhocken mit mir. Auf jeden Fall verlinke ich euch hier das vorhin genannte Frisurenvideo und auch hier einfach das Vorher-Nachher. Dann seht ihr einfach, wie meine Haare aussahen, bevor ich mir meinen neuen Haarschnitt machen lassen habe. Wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Video oder natürlich in meiner Instagram-Story und dann hoffentlich schon in Brasilien. Bis dann. Tschüss.